Hallo zusammen, heute mit den Spieleschmiede-News für den Monat Mai und es sind wieder einige super coole Spiele in der Spieleschmiede. Welche Spiele das sind, das verrate ich euch jetzt sofort und ich wünsche euch ganz viel Spaß. In Kingdom Rush arbeiten 1 bis 4 mutige Abenteurer ab 12 Jahren zusammen, um dem erbarmungslosen Ansturm standzuhalten, den die mysteriöse Zeitmagierin euch entgegenwirft. Befehligt eure Helden, erbaut Türme und rekrutiert Krieger, um das Königreich gegen die unentwegt voranschreitende Horde zu verteidigen. Weitere Infos zu Kingdom Rush findet ihr außerdem in meiner Kickstarter-Preview. 2 bis 4 weise Druiden ab 12 Jahren erkunden in Nemeton den uralten Wald. Alle wollen ihn mit neuem Leben erfüllen, aber nur ein Druide kann am Ende Anführer des Druidenzirkels sein. Der Druide, der am meisten dafür tut, dem Wald zu seiner alten Kraft zu verhelfen, verdient sich die meisten Ruhmespunkte und darf den Druidenzirkel schließlich leiten. Ruhmespunkte erhalten die Druiden für das Entdecken von heiligen Stätten, den Nemeter, das Brauen von Tränken, indem sie das Vertrauen von Tieren gewinnen und indem sie den Wald mit neuer Lebenskraft erfüllen. Besonders taktisch wird das Spiel durch den innovativen Mondlichtmechanismus. Zu Beginn deines Zuges legst du mit deinem neu angelegten Plättchen fest, von wo das Mondlicht in den Wald strahlt und wo schließlich magische Pflanzen aus dem Boden sprießen werden. Du musst aber hierbei aufpassen, dass du nicht aus Versehen deinen Mitstreitern die Pflanzen vor die Füße legst. In der Deluxe-Version von Klinik trittst du gegen andere Krankenpfleger, Visionäre an, um die perfekte Klinik zu errichten. Jeder beginnt mit einem jungfräulichen Gebäude und einer Schlange von Patienten, die aufgenommen werden wollen, und von da an liegt alles in deiner Hand. Stelle die besten Ärzte, Pflegekräfte und qualifiziertes technisches Personal ein, um im Spielverlauf die meisten Patienten zu behandeln. Errichte neue Bereiche, biete spezielle Behandlungsmethoden an und achte auch auf ausreichend Parkplätze. Es ist deine Klinik. Baue sie auf, versorge deine Patienten und mach sie zur besten im ganzen Land. In 10 Minuten Killer tauchst du in der Menge unter und näherst dich deinem Ziel ganz unauffällig. Sieh dich jedoch vor, denn die anderen Agenten sind ebenfalls unterwegs und lauern auf jede falsche Bewegung. Warte auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen und beobachte währenddessen deine Gegner gut. Falls du es schaffst, deine Gegenspieler der Polizei auszuliefern oder du sie sogar selbst ausschaltest, bist du auf dem besten Weg zum Sieg. 1 bis 6 tapfere Überlebende ab 13 Jahren stellen sich den postapokalyptischen Gefahren in dem ultimativen Apokalypse-Überlebensspiel von Mike Gnade. In dem kooperativen Abenteuerspiel für Kennerspieler erkundet ihr eine immer wieder andere Umgebung, sammelt Ressourcen und kämpft gegen Feinde. Dank der speziellen Fähigkeiten eures Charakters habt ihr alle eure eigenen Stärken. Nur wenn ihr diese geschickt nutzt, könnt ihr euch gegen die Gegnerhorden zur Wehr setzen und sicherstellen, dass ihr nicht verhungert. Das sind die Spiele, die aktuell in der Spieleschmiede sind und jetzt habt ihr die Möglichkeit, ein Pledge-Level von einem der Spiele zu gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Alle Abonnenten, die dem Video einen Daumen nach oben geben und 2 Spiele nennen, also ich schreibe einfach 2 Spiele in die Kommentare, die haben die Möglichkeit, ein Pledge-Level zu gewinnen, falls eins der genannten Spiele dann ja am meisten genannt wird. Ein bisschen verwirrend, aber ich denke, ihr konntet dem, oder ich hoffe, ihr konntet dem jetzt ein bisschen folgen. Und jetzt zeige ich euch mal, welche Spiele voraussichtlich in die Spieleschmiede kommen werden. Vilnius ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 3 Kennerspieler, die sich den zahlreichen Wellen der Angreifer entgegenstellen. Als Mitglied des Hochadels und auf Geheiß des Großfürsten von Litauen ist es euer Bestreben, die Stadt neu zu errichten und gegen weitere Angriffe des Ordens zu verteidigen. 2 bis 4 Ricks ab 16 Jahren machen in Rick and Morty 100 Tage das Multiversum unsicher. Jeder hat seinen eigenen Morty und seine eigenen Ziele. Reist an verrückte Orte, besorgt nicht allzu legale Ressourcen und nutzt eure Gegenspieler aus, um der Rickste Rick zu werden. Im Familienstrategiespiel Bronze ist nicht genug Platz für die Völker aller 2 bis 4 Spieler. Diese müssen ihre Aktionen mit Bedacht wählen, um nicht außen vor zu bleiben. Stück für Stück erkunden die Spieler das Land und erschließen neue Bereiche, in denen sie siedeln können. Aber es genügt nicht, sich in den prähistorischen Landen bereit zu machen, um den Geschichtsbüchern seinen Stempel aufzudrücken. Erfinde das Rad, zähme Tiere, forme Töpfe aus Ton, meistere die Grundlagen der Baukunst und lege das Fundament für einen Staat. Führe dein Volk durch die Bronzezeit und in die Annalen der Geschichte. Ja, und das sind die Spiele, die jetzt voraussichtlich in die Spieleschmiede kommen werden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!